herzlich willkommen zur Folge 5 unserer TZ-Gespräche. Wir haben heute Christian Felber zu Gast, der ist Gründer der Gemeinwohlökonomie und Mitbegründer von ATTAC. Wir sprechen mit ihm über TTIP, über die Gemeinwohlökonomie, den Systemwandel und die Zukunft der Wirtschaft. Natürlich sind es immer 1000 neue Ideen von der regionalen Gemeinwohlbörse über eine echte Gemeinwohlbilanz, die beidseitig ist mit aktiver und passiver. Passiver, wow. Ja, die Idee einer dritten Generation der Menschenrechte, nämlich nach den politischen und sozialen Menschenrechten auch die ökologischen Menschenrechte. Daran siehst du, dass die Idee eines alternativen Wirtschaftsmodells systematisch sich wie ein Ökosystem weiterentwickelt. Ja, körperlich habe ich das Gefühl der Yogastunde mitgebracht, die ich heute Vormittag genossen habe. Genieße es in der Teezeit. Genau, es fühlt sich jetzt wie die perfekte Verlängerung an. Und fast Nachbarnwärmer. Also ich ziehe im September in ein Lebensgemeinschaftsprojekt. Ins Waldviertel? Ins südliche Waldviertel. Ja, wohin? Oberwölbling, Landersdorf. Wow. Das ist zwischen Krems und St. Pölten. Ja. Genau, da wohnen dann ungefähr 80... Entschuldigung, ist nicht das Waldviertel, gell? Ist das noch das, das Moosviertel? Bis zur Donau. Aber wir leben alle in Niederösterreich und alle Österreicher und alle, die uns zusehen. Ja, mir muss das nicht so peinlich sein. Weil nein, überhaupt nicht. Nein, das passt. Aber als Waldviertel muss ich natürlich sagen, so, die Grenze ist schon an die Donau. Die Donau ist die Grenze, ja. Na, dann werden wir nur fast Oberwölbling ist trotzdem toll. Genau. Und ja, das alles tut sich. Die Bank wächst heran. Genau, also, das wäre die nächste Frage gewesen. Wir gründen mit, ja. Ihr gründet, genau. Natürlich. Bist ja einer der Erstbeteiligten, der 150 Erstbeteiligten, für die man noch keinen Kapitalmarktprospekt benötigt. Ganz wurscht. Und da beginnt jetzt dann im Frühling die breite Kampagne für die Bank. Und ja, Gemeinwohlökonomie breitet sich quasi weltweit aus. Zuletzt kamen Einladungen aus Serbien, Island und Neuseeland. Ist damit nicht mehr aufzuhalten. Danke. Zumindest auf dem Planeten nicht. Danke. Ja, ja, und physisch habe ich hier in diesem kleinen Gläschen ein paar Samen mitgebracht. Das sollen Löwenzahnsamen sein. Mhm. Und wie du ja weißt, ist der Löwenzahn das Logo der Gemeinwohlökonomie. Die Samen, also mit Flug und allem drum und dran. Genau, diese Fallschirmchen, die berühmten. Die sind ein Geschenk von unserer Grafikerin, von der Julia Löw. Sie hatte keinen Auftrag, keinen konkreten, sie hat uns das einfach geschenkt. Ja, eine schlaue Frau. Eine sehr schlaue, sehr tiefgründige Frau. Wir haben dann Jahre später von Demeter-Bauern und Bäuerinnen erfahren, dass der Löwenzahn für die Verwandlung steht. Ja, und eine der Präparate für die Humusverwandlung ist, also wird im Humus, im Demeter-Humus eingesetzt. Das ist gerade der Präparat. Genau, da findet er eine sehr, sehr fruchtbare Verwendung. Er ist auch allen Menschen vertraut, also egal ob in Spanien oder Kolumbien oder Österreich, den Löwenzahn kennt man. Wurscht, ob ihr ihn liebt oder nicht liebt, er ist da, verwendet ihn. Er wächst für euch, speziell im Frühling. Bitterstoffe, reinigend, geil, lebersekretionsfördernd, also. Und weil Sonnentor ein konkretes, umsetzendes Unternehmen ist, das mit der Natur arbeitet, war meine Verbindung zu Sonnentor dieses abstrakte Logo, was manche gar nicht als Löwenzahnsamen erkennen. Wirklich. Unser Ansatz war sofort, ja, da machen wir sehr gerne mit, weil für uns endlich etwas Greifbares, Messbares in der Nachhaltigkeit da war. Alles andere war vorher wie war, jeder hat von Nachhaltigkeit geredet, vom Modewort über ja, Trittbrettfahrerei zum Unwort des Jahres geworden. Und damit haben wir gesagt, also dem müssen wir uns auf jeden Fall entgegenstellen und wirklich etwas Ernsthaftes, was wirklich Messbares bringen, weil jeder Wirtschaftsmanager oder wie auch immer braucht was Messbares. Die Firmen machen zwar alle tolle Nachhaltigkeitsberichte, die man alle im Bauch hauen kann, weil im Prinzip ja nichts wirkliches Großartiges drinnen steht, aber damit haben sie einen Nachhaltigkeitsbericht, damit sagen alle zertifizierten Stellen, ja, ja, sowas. Ihr kommt in den Dunstkreis hinein. Aber es passiert nichts. Es passiert nicht wirklich was, glaube ich, reicht ja. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht. Den zu haben, ist schon Leistung genug. Und damit haben wir gesagt, wir wollen ein Pionierunternehmen dieser Bewegung werden. Und das war dann 2010, wo wir dann wirklich den ersten ja,
Na, da haben wir nur einen Nachhaltigkeitsbericht gemacht. 2011 haben wir dann den ersten Folgebericht gleich in die Generalökonomie hineingetragen. Genau, so das erste Bilanzjahr 2011. Genau. Und für uns war das eine große Freude, weil wir waren ganz am Anfang und die allerersten, die da neugierig waren und mitgemacht haben, waren Zwutschkal und Sonnentor war halt schon so etwas wie ein Flaggschiff im Nachhaltigkeitsbereich. Ein Türöffner und da hat uns das sehr gefreut, dass ihr euch angenähert habt und wir gar nicht uns bemühen mussten. Und mehrere der zentralen Qualitäten des Unternehmens sind aus unserer Sicht sind Gemeinwohlökonomie. Einerseits die Regionalität hier aus der Kraft der Region heraus, Wertschöpfung, Arbeitsplätze, ein nachhaltiges Projekt zu schaffen, das Ganze mit einem nachhaltigen Produkt und mit einer sehr schönen Philosophie auch. Also der Nachbar Henny Staudinger würde immer sagen, scheiß da nichts. Und du hast das für mich auch immer gelebt. Also, genau. Wir haben es einfach tun. Wir haben uns geschissen und haben es da. Das hat uns gefallen. Genau. Na, und damit ist ja auch diese Sympathie gewachsen, wo wir gesehen haben, aha, Theorie braucht Praxis. Und Theorie braucht gelebte Praxis, weil wir brauchen den Input von den Ideen, aber ihr braucht wieder den Input von, was ist dann wirklich auf den Boden zu bringen. Weil Ideen kann ich viel haben, wenn ich es nicht tue, ist eigentlich... Das möchte ich wirklich auch sagen. Wer die Gemeinwohlbilanz sehen möchte bei uns im Internet, kann sich es anschauen. Die ist damit papierfrei. Wir machen es alle 2 Jahre, weil es schon einen Aufwand bedeutet. Aber warum haben wir dann eigentlich alle Mitarbeiter bei uns ins Boot geholt? Endlich haben wir alles aufgezeichnet, aufgeschrieben, was wir schon seit langem aus einer Selbstverständlichkeit gemacht haben. Und um das geht es. Es gibt so viele Leute, die so viel Gutes tun. Schreiben sie nicht auf, sagen sie nicht weiter und damit ist es eigentlich, indem sie es getan haben, schon wieder vergessen. Mhm. Es darf aber nicht vergessen sein, weil damit können sie stolz auf sich und auf das Geleistete sein. Und das ist, Freiwilligkeit ist schön, aber dann langfristig ist es noch schöner. Das sind sozusagen die ersten Funktionen der Bilanz, die ethischen Leistungen sichtbar zu machen, ins Bewusstsein zu heben und später dann natürlich auch zu belohnen gegenüber denen, die gegen diese ethischen Regeln verstoßen. Und Sonnentor, glaube ich, hat mit 250 Beschäftigten fast die optimale Größe für die Bilanz in ihrer jetzigen Komplexität. Mhm. Aber genau das war jetzt der Erkenntnisprozess in den letzten Monaten. Die kleinsten und die größten Unternehmen sollten zwar dieselben ethischen Ziele verfolgen. Es gelten für sie die exakt gleichen Werte ohne Unterschied. Aber der Komplexitätsgrad ist ein anderer. Und dem wollen wir Rechnung tragen, indem wir den Großkonzernen, die können vielleicht sogar 55 Indikatoren ausfüllen, haben kein Problem damit. Es gibt eben einige internationale Standards mit 180 Indikatoren, aber die kleineren brauchen was Einfacheres. Und, also wenn es so ein Bild, also eine Gemeinwohlbilanz-Light geben soll, was wäre die optimalste kleine Indikationsgröße? Vielleicht zwischen 7 und 12. Super. Eine 10-Jährige aus Barcelona hat sie gemeldet nach einem Fernsehauftritt per E-Mail. Hat geschrieben, Christian, ich bin noch sehr klein, aber ich habe dich perfekt verstanden. Und das, was du uns da erzählst, das ist genau die Word, die wir Kinder von heute morgen haben wollen. Und ich leiste meinen ersten Beitrag. Ich werde ein Referat über die Gemeinwohlbilanz machen. Und nur um sicher zu gehen, ob ich dich eh richtig verstanden habe. Also ihr habt verstanden, die Gemeinwohlbilanz misst, ob das Produkt oder die Dienstleistung, die ein Unternehmen beiträgt, wirklich Sinn macht. Ob die Arbeitsbedingungen menschlich sind, ob die Produktions- und Vertriebsbedingungen ökologisch sind, ob Frauen und Männer gleich behandelt werden, ob gerecht verteilt wird und ob demokratisch entschieden wird. Habe ich die richtig verstanden? Perfekt. Das wären 6 Indikatoren. Ja, also aus der Sicht der Gemeinwohlökonomie lassen sich Wachstumszwang oder immerwährendes Wachstum und Gemeinwohlökonomie lassen sich gar nicht unter einen Hut bringen. Das ist unversöhnlich. Und wir schlagen deshalb auch im Sinne der Natur, wo alle Aufbauprozesse immer wieder mit gleich mächtigen Abbauprozessen sozusagen ein Nullsummenspiel ergeben, das Anstreben der optimalen Größe vor. Das hat jeder lebendige Organismus. Es gibt kein Lebewesen, das nicht eine optimale Größe bis zu der wächst es, materiell, überhaupt auch schnell, auch zweistellig. Aber in dem Moment, wo es diese optimale Größe erreicht hat, glauben wir, hat es sozusagen seine eben optimale Größe. Was heißt das für ein Unternehmen?
Die Produktqualität ist die höchstmögliche, die Arbeitsbedingungen sind die angenehmsten, die menschlichsten, der ökologische Fußabdruck ist der kleinstmögliche, die Unterstützung des demokratischen Gemeinwesens gelingt am besten und die Identität des Unternehmens kann sich eben am besten entfalten. Es kann für jedes Unternehmen eine andere Größe sein, aber ich habe das Konzept von Leopold Kohr übernommen. Er ist dann nicht so sehr dafür berühmt geworden, es ist der Ernst Friedrich Schumacher dafür berühmt geworden mit Small is Beautiful, obwohl das Leopold Kohr nie gesagt hat. Er hat immer von der optimalen Größe gesprochen, er hat nicht gesagt, dass was Kleines per se schön ist als was Großes, sondern jeder Organismus sollte seine optimale Größe finden und das ist in die Gemeinwohlökonomie eingeflossen. Also natürlich spüren wir auch Gegenwind, es gibt Kritik, es gibt Widerstand, es gibt Brandmarkungen aller Art. Die Punzen fliegen gerade nur so herum. Die einen sagen, das ist Kommunismus, die anderen sagen, das ist Nationalsozialismus, Totalitarismus oder Messianismus. Das, was tröstlich ist, alles gleichzeitig kann es schwer sein. Das heißt, sie sind offenbar hilflos. Das ist aber nicht einig, die hilflos. Genau, super. Ja, und gleichzeitig hilft uns das aber auch zu schärfen, was das jetzt wirklich ist. Und das, aus meiner Sicht ist die Gemeinwohlökonomie eine vollethische Marktwirtschaft. Also sie ist nicht nur eine soziale, nicht nur eine ökosoziale, sie ist eine rundum, alle Verfassungswerte kommen zur Geltung und werden gelebt, weil sie belohnt werden. Eine vollethische Marktwirtschaft und B, eine, auch zu meiner eigenen Überraschung, eine wirklich liberale Marktwirtschaft. Das war für viele am Anfang sehr erstaunlich, weil liberal, das ist doch der Kapitalismus und ich bin sehr begriffsgenau und versuche jeden einzelnen Begriff für mich selbst zu klären und habe mich gefragt, was heißt denn nicht für mich liberal, da steckt ja doch die Freiheit drin und bin ja für die Freiheit, ich bin ja nicht gegen die Freiheit, um Himmels Willen. Und habe dann für mich definiert, eine liberale Gesellschaft oder eine liberale Wirtschaft ist eine, in der alle Menschen die gleichen Freiheiten und die gleichen Rechte und die gleichen Chancen genießen. Das wäre für mich eine liberale Marktwirtschaft oder eine liberale Gesellschaft. Und genau das ist ja jetzt im Kapitalismus nicht der Fall. Da haben die einen so viele Chancen und Rechte und die anderen haben gar nichts. Und das, glaube ich, hat uns geholfen, hier zu schärfen, wofür wir wirklich stehen. Wir sind aus dem Links-Rechts-Schema vollkommen hinausgekommen, entkommen. Und uns hilft auch, dass es sowohl den Kommunismus als auch den Kapitalismus gegeben hat. Und wir können da, glaube ich, schön zeigen, dass die beide auf absolut hohen Werten beruht haben. Der Kapitalismus auf der Freiheit des Individuums und der Kommunismus auf der gelingenden Solidargemeinschaft. Das sind beides ganz wesentliche, hohe Werte. Nur sie dürfen nicht übertrieben werden, wenn die Gemeinschaft auf Kosten der Freiheit des Individuums, dann haben wir Sozialismus. Und wenn die Freiheit des Individuums auf Kosten der gelingenden Beziehungen und Gemeinschaft überhöht wird, dann haben wir den Individualismus, Kapitalismus. Wenn wir hier schaffen, eine Balance herzustellen zwischen der größtmöglichen Freiheit des Individuums und zwar Einzigartigkeit und Würde und einer gelingenden demokratischen Solidargemeinschaft, das wäre aus meiner Sicht die Gemeinwohlökonomie. Und solche einfachen Erkenntnisse, die setzen sich dann doch durch. Also da können sie am Anfang Bunzen schmeißen, was sie wollen. Das prasselt dann schön langsam mit der Zeit ab und wir nehmen es eher so wahr, dass der Versuch der Wirtschaftskammer in dem Fall hier uns alles Mögliche nachzusagen, dass das eigentlich eine ausgelagerte PR-Aktion für uns war, hat uns schlussendlich genützt. Mittlerweile sind wir im guten Gespräch auch mit der Wirtschaftskammer. Und ja, ich denke, das läuft immer wieder auf Gandhi hinaus. Zuerst ignorieren sie dich, dann lochen sie dich aus, dann bepunzen sie dich und dann gewinnst du. Schön! Das ist bei uns sehr ähnlich. Das heißt, wenn wir im Markt auftreten, werden wir auch oft nicht gefolgt und ernst genommen. Wenn man mich schon mal so anschaut, dann kann man den Typen eigentlich nicht ernst nehmen. Der schaut schon mal komisch aus und auch die Gemeinwohlökonomie, die tickt anders, die hat andere Bewertungssysteme. Das kann man nicht gefolgt nehmen, weil man das nicht gelernt hat. Das ist vorher noch in keinen irgendwelchen Studienunterlagen vorgekommen, es hat keine Prüfungen gegeben dafür. Es steht vielleicht irgendwo in einem Verfassungsgesetz drinnen, ich glaube in Österreich nicht einmal. In Bayern steht es drinnen, aber in Österreich nicht. Ja. Alle sollten eigentlich danach handeln, aber nachdem es da drin steht, brauchen wir uns ja nicht danach orientieren. Und dann, ja, dann hören sie und fühlen sie eigentlich, wie wir dann agieren, absolut nicht einzuordnen und damit auch oft unterschätzt und damit ist der unterschätzt ist, oft auf der Siedestrecke. Und es ist eigentlich sehr schön,
wenn man den Menschen dann wirklich auch die Werte erklärt, warum wir anders handeln, anders ausschauen, anders ticken, anders schmecken, dann wissen sie, aha, das hat einen anderen Preis und das ist er wert. Ja. Und der, der nur eben das Billigste und gerade die gesetzgenügenden Parameter haben will, der kann ja was anderes kaufen. Auch kein Thema, die Regale sind voll davon, aber dem beugen wir uns nicht und damit werden wir auch gesehen, geschätzt und eigentlich immer öfter gewählt, weil wir lassen uns täglich wählen und es ist mal relativ egal, ob jetzt irgendwelche Verbände oder Kammern dagegen wettern. Wir leben es, weil wir wissen, dass es funktioniert und weil wir dahinter stehen. Und wir werden uns auch da nicht irgendwelchen Dingen beugen, weil das ist eigentlich die Freiheit des Unternehmertums, dafür bin ich Unternehmer geworden und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Nimm dir was vor, setz es um und trat ihn jetzt für um, sonst fährst du vorne ein paar Mal. Ich glaube, du darfst schon verrückt sein, wenn du authentisch bist und sonst weißt, was du tust. Ja. Ja. Weil dann bewahrheitet sich dein Motto, ich kenne von dir, vom Spinner zum Winner. Und das ist jetzt kein Scherz, das habe ich tatsächlich vor 15 Jahren in einem Gedichtband geschrieben. Das Gedicht heißt Erfolgsgarantie und es lautet, wann einer was beginnt und alle sagen, der spinnt. Super. Danke. Und die Verrücktheit ist ja oft des Systems. Also Arno Groen hat schon geschrieben, der Wahnsinn der Normalität und oft ist ja das ganze System verrutscht und verrückt. Und die, die als Spinner aus der Sicht des Systems betrachtet werden, die sind eigentlich in der Herzensmitte. Die sind eigentlich geblieben. Die sind dort geblieben. Die sind sich treu geblieben, die sind dem Leben treu geblieben und die horchen auf ihr. Genau. Und so sehe ich auch die Gemeinwohlökonomie. Ich tue da ein bisschen nur lange Zeit fehlende Elemente ergänzen, die in den Verfassungen stehen, die Adam Smith schon heruntergebetet hat. Adam Smith hat gesagt, wenn wir allen Menschen die wirtschaftliche Eigeninitiative lassen, also das Recht auf Unternehmensgründung geben, dann sorgt eine unsichtbare Hand dafür, dass am Abend diese Eigeninteressen automatisch zum Gemeinwohl zusammengeführt werden. Und das klingt zwar schön, ist auch eine sehr einprägsame Metapher, aber schlussendlich ist es nichts als eine Hoffnung und eine leere und haltlose Hoffnung, weil der Umstand, dass Menschen ihr Eigeninteresse verfolgen, für nichts garantiert. Es kann dazu führen, dass sie das Gemeinwohl mehren. Es gibt 1000 Beispiele dafür, Sonnentor ist ein Beispiel dafür. Es kann auch das exakte Gegenteil der Fall sein. Und wenn der Gesetzgeber hier neutral bleibt und sagt, das Eigeninteresse darf verfolgt werden, egal ob er das Gemeinwohl mehrt oder mindert, ja dann bleiben wir im Kapitalismus. Und da glaube ich, sollten wir diese unsichtbare Hand ergänzen durch eine sichtbare Hand, die eben den Gemeinwohlbeitrag von Unternehmen misst und die ethischeren dann. Wieso machen wir das? Deswegen macht es. Und Adam Smith hat das genauso eigentlich gesehen, aber er hat dann nicht die konkrete Umsetzung vorgeschlagen und das deutsche Grundgesetz ist für mich genau, also es findet sich so viel zusammen dann. Im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das ist ein glasklares Verfassungsmandat. Aber kein Gesetzgeber der Welt ist auf die Idee gekommen, das Instrument zu entwickeln, das dann auch das sicherstellt, dass der Gebrauch des Eigentums, zum Beispiel eines Unternehmens, zum Gemeinwohl beiträgt. Und dieses fehlende Element in Form der Gemeinwohlbilanz zum Beispiel, das versuchen wir nachzuliefern und damit nur einen Verfassungslückenschluss vorzunehmen. Und das ist so mittig, dass es mittiger gar nicht sein kommt. Der vielfach herbeigesehnte oder herbeigeredete Systemwandel, der jetzt schon allen Ecken und Enden zu erwarten ist, weil die Systeme in sich knacken und die Gebälke hörbar sich eben unter der Last der Schulden, unter der Last der vielen, vielen Dummheiten, die in den letzten Jahren sich angehäuft haben, also zu knacken beginnen. Ich glaube, jeder ist dass sich selbst der Nächste und muss bei sich selbst anfangen. Und wir haben deswegen auch die Gemeinwohlökonomie besonders unterstützt, weil wir gesagt haben, wir müssen in Niederösterreich, wo wir sind, 1209 Gesetze
einhalten. Einer, das ist viel. Ja. Naja, das ist eigentlich ganz normal. Da gibt es in Tirol vielleicht eins oder zwei weniger. Im Prinzip sind die ganzen Föderalisten alle sehr ähnlich. Die alle wir haben das über die, ich bin auch bei der Wirtschaftskammer ein Funktionärchen. Und damit habe ich dann immer nachgefragt, wie viele Gesetze haben wir denn überhaupt im Gewerbe nachzuvollziehen. Also momentan sind wir bei 1209. Es werden alle paar Tage ein paar mehr. Also es ist eigentlich eh wurscht. Und damit wissen wir, wenn wir diese Gesetze befolgen, dann bekommen wir lauter Gemeinwohlökonomie 0 Punkte. Das ist eigentlich gesetzeskonform und damit ist eigentlich nichts passiert. Also ja, egal, wie du gesagt hast. Und alles, was wir dann verbessern aufgrund dieser 5 Säulen, wird dann erst wirklich spürbar, greifbar und das verbessert sich dann. Und deswegen haben wir gesagt, das ist nichts anderes als wir machen es spürbar, greifbar und auch messbar, wo sich jeder befindet. Nur dazu muss er die Pappen aufmachen, miteinander reden und dann, wenn er erkannt hat, er möchte sich verbessern, dann hat er eigentlich schon die Instrumente in der Hand, um zu sagen, da kann ich schärfen, da kann ich nacharbeiten, da kann ich nachjustieren. Also im Prinzip kann in der Gemeinwohlökonomie jeder was tun. Ganz wurscht. Und das ist eigentlich das Schöne, ob das jetzt das Mädchen ist aus Spanien mit 10 Jahren, das verstanden hat, worum es geht, oder der Senior, der eigentlich schon gesagt hat, mir ist wurscht, ich warte auf meine Pension oder auf meinen Tod. Schnecken, jeder ist eigentlich damit an Bord und kann etwas tun. Und auch jeder Betrieb, ganz wurscht, ob er jetzt die optimale Größe erreicht hat oder ein Startup ist oder ob er ein Konzern ist, alle finden sich dort wieder. Und das hat uns eigentlich am meisten bereichert und auch am meisten motiviert und eigentlich alle Mitarbeiterinnen bei uns auch total transparent aufscheinen lassen, dass sie Teil davon sind und damit trägt jede Verantwortung. Du sprichst mir aus dem Herzen, weil die Gemeinwohlökonomie ist ja wirklich ein vollständiges Ökosystem. Es ist ja nicht nur ein alternatives Wirtschaftsmodell, es ist ja gleichermaßen auch ein alternatives Demokratiemodell. Und wir verfahren mit ökonomischen, mit wirtschaftlichen Pionieren, mit politischen Pionieren, Gemeinden, Gebietskörperschaften, Regierungen auf allen Ebenen und mit kulturellen Pionieren, das sind Schulen und Universitäten. Und alle können was beitragen. Und die Umsetzung, die ist ja erst durch die Teilnehmenden gekommen. Am Anfang war das tatsächlich nur ein Modell, ohne jede Strategie und ohne jede Umsetzungsvorstellung. Aber dadurch, dass von Beginn an unter anderem eben ihr so viele mitgemacht haben, sind da 1000 Ideen plötzlich in diesem Ökosystem entstanden. Und das beginnt damit, dass ein Unternehmen die Bilanz macht oder ganz, ganz einfaches Beispiel bei einer Bewerbungsanzeige, bei einer Jobanzeige wird in Zukunft verpflichtend dabei stehen die Gemeinwohlzahl des Unternehmens. Das ist so eine dreistellige Zahl. Und ich kenne mich aber aus, bei wem ich mich da bewerben würde. Wenn ich ein Produkt kaufe, jedes einzelne Produkt wird ausgewiesen haben die ethische Leistung des Unternehmens und ich kann dann meine Konsumentscheidung lenken. Genau. Auf der Bank beim Kredit wird immer auch die Gemeinwohlbilanz eine Rolle spielen oder ein neuer Plan von mir, die regionale Gemeinwohlbörse. Die soll ja die Unternehmen, die kein Fremdkapital von den Banken kriegen, mit Eigenkapital versorgen. Von Menschen, die diese Unternehmen kennen, weil sie in der gleichen Region leben und einen Teil ihres Finanzvermögens in diese Unternehmen lenken können. Und da brauche ich natürlich ethische Kennzahlen, damit ich weiß, ob ich diesem Unternehmen tatsächlich vertrauen kann und mein Kapital zur Verfügung stellen. Super. In den Gemeinden beginnt es jetzt, es geht richtig los. Ich komme gerade aus Spanien zurück. War vom Rathaus von Barcelona genauso eingeladen wie von 3 Rathäusern in anderen Gebieten Spaniens. Und die ersten haben jetzt ihre Auditierung fertig. Also die sind vollkommen auditierte Gemeinwohlgemeinden. Und worauf ich warte und woran ich dann auch die kritische Masse, auf die wir angesprochen sind, erkenne, ist, dass in der ersten Gemeinde, ganz egal wo, ein demokratischer Wirtschaftskonvent stattgefunden hat. Das heißt, dass sich dort tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger versammelt haben und manifestiert haben, wir wollen an der Wirtschaftsordnung von morgen demokratisch mitdesignen. Wir können das natürlich nicht in Sprügnitz und in Schrems und in Gmünd beschließen. Wir haben es für uns eh schon beschlossen. Also unsere Gemeinde braucht man gar nicht fragen, weil die würden da nicht mit tun. Derzeit. Aber warte nur, wenn da das erste gallische Dorf irgendwo auftritt, wo das tatsächlich... Dann müsst ihr auch vorausgehen. Dann müsst ihr mit dieser demokratischen Versammlung, kann man sie auch etwas niederschwelliger bezeichnen, wo wirklich die Leute sagen, der Souverän ist in der Demokratie das Volk. Und das Volk ist für die Verfassung zuständig. Also das ist eine ganz tiefe Vision von mir. Dass die Arbeitsteilung zwischen dem Souverän und der Vertretung, die ist
total notwendig und sinnvoll. Aber das Volk ist für die Verfassung zuständig und die Vertretung ist dann für die Ausführung der Verfassung zuständig. Man kann das auch so in einer Hierarchie darstellen, in einer demokratisch sinnvollen Hierarchie. Ganz oben, souverän kommt von Superanus und heißt über allem stehen, ist die allgemeine Bevölkerung. Die schreibt die Verfassung, das ist ihr ausschließliches Gut, weil die Verfassung regelt ja dann erstens die Kompetenzen vom Parlament und von der Regierung oder vom Gemeinderat, wofür sind die zuständig, was dürfen die, und zweitens gibt die Verfassung auch die inhaltlichen Leitlinien vor. Also das, was als Richtlinien von der EU kommt, das müsste eigentlich vom Volk in der Verfassung kommen. Das sind wenige, aber wesentliche Entscheidungen. Die Verfassung hat deshalb nicht mehr als 20, 30, 40, vielleicht höchstens 50 Seiten, dass das wirklich überschaubar wird. Und dann führt aber das Parlament oder der Gemeinderat oder die Europäische oder das Europaparlament führt dann diesen Verfassungswillen aus. Das ist die große Vision der neuen Arbeitsteilung. Und beginnen soll das Ganze in den Gemeinden, auch wenn die Menschen dort nicht die Handelsabkommen beschließen können. Aber sie können dem Europaparlament das Mandat geben. Ja. Die Summe der Gemeinden gibt dem Europaparlament die Bedingungen, unter denen das Europaparlament ein völkerrechtliches Abkommen überhaupt verhandeln darf. Und die Idee ist, wenn in 100 Gemeinden solche demokratischen Versammlungen stattgefunden haben, wird dann ein Bundesverfassungskonvent beschickt mit Delegierten aus den kommunalen Konventen und die entscheiden dann auch nicht, was in der Verfassung steht, sondern die arbeiten die letzten Varianten auf. Zum Beispiel 3, 4 oder 5 verschiedene Vorschläge, die am häufigsten gebracht werden, die alle wesentlichen Meinungen, Bedürfnisse in der Bevölkerung abdecken, und die werden dann entschieden, systemisch konsensiert nennen wir das. Und wenn ja von der allgemeinen Bevölkerung. Und dann hätten wir die erste demokratische Verfassung in der Geschichte der Demokratie. Wow. Und dieser Prozess beginnt in einem gallischen Dorf, in einer Gemeinde, egal ob die 400 oder 10.000 Einwohner haben. Gut. Schöne Vision. Hinter TTIP steht eigentlich nichts anderes als der Versuch von Konzernen, die sich eigentlich die Macht und damit auch den Markt aufteilen wollen, übers Hintertürl bereits verhandelte und auch beschlossene Vereinbarungen wieder aufzubrechen. Also wenn ich jetzt nur an die Gen-Geschichte denke oder auch an viele andere Sachen, die eigentlich Europa über das Europaparlament schon beschlossen hat, versucht mal da wieder neu zu verhandeln. So lange, bis man wirklich den Fuß in der Tür hat und wenn man sagt, so, jetzt zieht es eine, jetzt können wir es wieder ganz aufmachen, das ist egal. Also da warne ich davor, dass hier wirklich Konzerne, Weltmächtige, über Regierungen, über viele Strukturen drüber fahren und damit eigentlich nicht mehr wissen, was ist Recht. Ja. Was ist jetzt nationales Recht, was ist Menschenrecht, was ist Normalität. Ja. Und wenn das einmal weg ist, dann muss ich sagen, Gnade uns Gott, also dann möchte ich vielleicht wirklich auf den Mars fliegen. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich bezeichne TTIP als Freihandelsdiktatur. Dieser Freihandel ist ein furchtbarer Euphemismus, weil er nimmt uns die Freiheit, indem er die Wirtschaftsfreiheiten über die Menschenrechte stellt. Die Menschenrechte, die Grundrechte, die hohen Politikziele wie nachhaltige Entwicklung, gerechte Verteilung, Sozialstaatlichkeit, kulturelle Vielfalt. Das sollten die eigentlichen Ziele der Politik sein, auch durch die Verfassungen geschützt. Und die Wirtschaftsfreiheiten, wie der Handel oder der Kapitalverkehr oder Kredite, die sollten als Instrumente der Erreichung dieser Ziele dienen. Ja. Und deshalb müsste man die Instrumente, wie zum Beispiel den Handel, ausdifferenzieren. Ja. Gehandelt wird in diesem oder jenen Ausmaß, unter diesen oder jenen Bedingungen. Ja. Das heißt, es müssen immer die nachhaltige Entwicklung und die Verteilungsgerechtigkeit, die Arbeits- und die Menschenrechte oben drüber stehen. Okay. Und Freihandelsdiktatur heißt, dass das genau umgekehrt wird. Dass der Handel zum obersten Ziel erklärt wird, dass der freie Kapitalverkehr durch nichts beschränkt werden darf und dass die Investitionen der transnationalen Konzerne so stark geschützt werden, dass selbst demokratische Regulierungen, die versuchen... Viel zu schwach sind. Genau, und die können sogar geklagt werden, was auch zum Teil schon passiert ist. Und das ist schlussendlich die Umsetzung von Hayeks Vision, also Friedrich August von Hayek, der Preisträger der Wirtschaftswissenschaft. Er hat, so wie es ich analysiere, die Entwicklungsrichtung der europäischen Integration vorgegeben und auch der großen Globalisierung, indem diese Wirtschaftsfreiheiten vorangestellt werden. Und eine Alternative wäre, dass ein ethischer Außenhandel gemacht wird, parallel zum ethischen Binnenmarkt.
Das könnte, wenn man es auf der institutionellen Ebene anlegt, so geschehen, dass die EU sagt, also wir stehen für die Menschenrechte, wir stehen für den Klimaschutz, wir stehen für nachhaltige Entwicklung, wir stehen für kulturelle Vielfalt, wir stehen für die Arbeitsrechte. Und wir handeln frei mit denjenigen Nationen, die die entsprechenden Abkommen ratifiziert haben. Ja. Dazu gibt es ja eine ganze Reihe von Abkommen, die allerdings nicht bindend sind. Und genau das wäre kohärent, stimmig, dass die jetzt bindend gemacht werden, indem man den Grad des Handels an die Ratifizierung dieser Abkommen knüpft. Mhm. Und die USA wären zwar nicht das letzte Land, mit denen man dann freihandeln würde, aber die haben 6 von 8 Kernarbeitsnormen der ILO nicht ratifiziert. Die haben das Kyoto-Klimaschutzprotokoll genauso wenig ratifiziert wie eine ganze Reihe von internationalen Umweltschutz. Die haben die UNESCO-Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt nicht ratifiziert und sogar eines der beiden Menschenrechtsabkommen nicht ratifiziert. Da würde ich 5%, 10% und beim Menschenrechtspakt 20% Zollaufschlag machen, als Rückendeckung für die Bevölkerungsmehrheit in den USA, die das sehr wohl gerne hätten. Nur die Regierung macht es ja nicht. Es ist ja auch in den USA so, dass die Menschen da nicht großartig anders sind. Aber die Regierung macht etwas anderes, als was die Bevölkerungsmehrheit will. Und umgekehrt mit denjenigen Ländern, die das alles ratifiziert haben, bietet die EU freieren Handel an, gemäß ihren Werten. Also konkret, Sonnentor exportiert schon seit rund 10 Jahren nach Amerika, in die USA. Und also wir brauchen eigentlich dieses TTIP, dieses extra Freihandelsabkommen nicht. Wir haben bis jetzt unsere Importeure, wir haben unsere begeisterten Fans und es sind da kleine Mengen, aber ich brauche das nicht extra. Wofür? Nur weil jetzt vielleicht in der Politik, in der österreichischen erkannt wird, oh, da werden plötzlich so viele Nischen für unsere Kleinbauern frei und offen. Man kann nur lachen, unsere Kleinbauer gibt es eigentlich in Belgien nicht mehr. Und wir haben schon so viel Sand in die Augen, wir bringen die Augen gar nicht mehr vor lauter Sand zu, was uns eigentlich die Politik da reinstreut, nur damit wir vielleicht ein Wirtschaftswachstum von uns wird vorgerechnet 1,4% zusätzlich generieren über dieses TTIP. Also alles Lug und Trug und eigentlich alles nur Wunschträume, die ja schon lang zerplatzt sind. Wenn die EU jetzt da auf Einfuhren aus den USA im Durchschnitt 50% Zoll aufschlagen würden, aufgrund dieser Nichtratifizierung, und die USA deshalb auch 50% Zoll auf eure Exporte in die USA, würde euch wurscht. Ist für mich komplett egal. Weil das fände ich ja wieder ein bisschen ungerecht, das wäre dann sozusagen Retaliation, wie heißt das, Vergeltung. Und eine Alternative wäre, dass man es am konkreten Unternehmen festmacht. Das heißt, dass wir nicht pauschal Zölle einheben, sondern dass wir, wenn ein Unternehmen Zugang zum Binnenmarkt möchte, sagt die EU, zeig uns bitte deine Gemeinwohlbilanz. Mhm. Und wenn die exzellent ist, auch von einem US-Unternehmen, freier Zugang zum Binnenmarkt. Je schlechter das Ergebnis, desto unfreier. Leistung muss belohnt werden, ob es im ethischen oder auch im unternehmerischen. Das wäre die Quintessenz. Und weil es mir gar so wichtig ist, ich weiß nicht, ob ich das noch unterbringen darf hier im Gespräch, aber der Knackpunkt ist ja für mich der demokratische Prozess. Also derzeit der undemokratische, wie so ein völkerrechtlicher, das ist ja unglaublich wirkungsmächtig. Ja. Ja. Der Gemeinde wird vorgeschrieben, wie sie ausschreiben muss. Mhm. In der Struktur Regionalbeschäftigungspolitik wird vorgegeben, wie du regieren darfst, deine Region, dein Land. In der Energiepolitik wird vorgeschrieben, was Diktatur du mit der Rohpur, ist Diktatur. Okay, der Punkt ist, derzeit hat der Europäische Rat, der nicht direkt gewählt ist, die Europäische Kommission, die ebenfalls nicht direkt gewählt ist, mit Geheimverhandlungen beauftragt. Also, kein Kommentar. Ja, Mittelalter. Und demokratisch, und ich habe zwar Politikwissenschaft studiert, aber immer wieder denke ich, der Hausverstand ist der Weg. Der Menschenverstand, den Hausverstand haben wir schon verkauft. Bleiben wir beim Menschenverstand. Okay, gekauft. Also der Menschenverstand sagt mir, mein demokratischer Menschenverstand, die höchste Instanz, der Souverän, muss das Rahmenmandat geben. Das heißt, dass die direkte Vertretung, das Parlament, nicht der Rat oder die Kommission, die direkte Vertretung kann jederzeit den Auftrag erteilen, das Verhandlungsmandat für ein Wirtschaftsabkommen mit anderen Staaten, wenn es den Prioritäten der Bevölkerung entspricht. Nachhaltige Entwicklung, Verteilungsgerechtigkeit, Schutz der Arbeits- und Menschenrechte, kulturelle Vielfalt, Geschlechtergerechtigkeit. Dann prüft der Verfassungsgerichtshof, ob das Mandat des Parlaments diesem Rahmenauftrag in der Verfassung entspricht. Wenn nicht, werden die Verhandlungen nicht aufgenommen. Wenn ja, wird transparent verhandelt und partizipativ. Alle Sektoren der Bevölkerung sind eingebunden. Und das Endergebnis wird von derjenigen Instanz, in deren Namen verhandelt wird, entschieden, also von uns. Und ich wüsste nicht, wieso es auch nur irgendjemand anders denken könnte. Das wird komplett anders. Aber da haben wir halt. Die Ziege wird nicht von hinten, nicht von vorne, die wird von extra Süd-Südost. Aber da habe ich eben Hoffnung. Da jetzt sagt man Kommunist und Messias und Nazi und was weiß ich.
aber die sind, glaube ich, so mittig, sage ich das Wort, so einfach und so konsequent, ja, in Richtung Demokratie, in Richtung liberale Gesellschaft, in Richtung gleiche Rechte für alle, dass das zwar am Anfang ein ruckelt und zuckelt, aber schlussendlich wird sich das... Freu dich über diese vielen Auszeichnungen, über diese Schubladisierungen, dann bist du wirklich der Spinner, der zum Wiener wird. Das nehme ich mal zu Herzen, ja. Freude bedeutet für mich zu tanzen, wenn mir nach Tanzen ist, zu schweigen und zu spüren, wenn mir nach Schweigen und Spüren ist und immer auf mein Herz zu hören und dem zu folgen. Kraft gibt mir, wenn ich auf mein Herz höre und das tue, was da kommt. Und immer gibt mir Kraft der Tanz, die Natur und die gelingende Beziehung. Wertschätzung bedeutet die Anerkennung der Würde des Gegenübers und das entsprechende Handeln danach. Liebe ist für mich eine Haltung, eine Fähigkeit und damit möchte ich meiner Umwelt, meiner Mitwelt begegnen. Das beste Rezept aus der Natur ist die Natur selbst, ein gigantischer Milliardenstoffwechsel ohne jeden Abfall und in immer größerer Vielfalt und Schönheit.